So, hier sehen wir den Königstiger oder Tiger 2. Steht im Panzermuseum Münster. Ein riesiges Teil. Ich muss so weit zurückgehen, damit ich den überhaupt drauf bekomme. Das ist der letzte Panzer der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Um die 550 Exemplare wurden gebaut und eigentlich viel zu schwer, um ihn wirklich gut einsetzen zu können. Aber da, wo er war und wenn er dann mal funktionierte, war das natürlich eine gefürchtete Waffe, weil die Frontpanzerung war so gut wie nicht zu durchschlagen. Laufende Nummer 321, wie gesagt, Panzermuseum Münster. Und diese Kettenglieder wiegen pro Stück 40 Kilo und dienten auch noch der Geschützabwehr oder Beschussabwehr. Guckt euch mal diese Kettenglieder an.